Das Depot für medizinische Güter. Okay. Kapitel 2, Intensivstation. Finde den Rig des Captains. Oh. Oh, was ist da? Das Loot? Komm ich da ran? Ich will das haben. Gib mir. Was ist seine? Was? Chinese-Modul. Oh, Ruckler. Okay. Setze Chinese ein, um Gegenstände zu bewegen. Ah. Oh. Oh. Ich glaube, der hat da was verloren. Ah ja, okay, ich sehe schon, was wir machen müssen. Erstmal umgucken. Das müssen wir machen. Ich will nicht, dass er mir gleich aufsteht, warum auch immer. Wer weiß, was passiert. Ja, okay, ja. Ah, das waren die Reste, ne? Was war los? Danke. Moment, habe ich jetzt... Also, ich dachte gerade, ich hätte mir da was verbaut. Das heißt, wir müssen auch immer oben und so gucken, ob wir da nicht irgendwie mit dem Chinese-Modul uns was greifen können. Ah. Ich habe da doch gerade was gehört. Gut, das ist in diesem Spiel eh relativ, mit dem ich habe da gerade was gehört. Scan Rig to unlock Workstation. Wie denn? Hä? Hä? Ja, will nicht scannen. Na gut. Ich habe das Gefühl, dass hier... Warte mal. Ich sagte, ich habe da so ein Gefühl. Was war das jetzt? Eine Platine? Eine Bronze? Was? Bronze-Halbleiter. Ein seltsames elektronisches Bauteil. Verkaufe es! Oh nein, wir hätten es verkaufen sollen. Wir hatten ja schon eins. Okay, Bronze-Halbleiter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt in Bronze. Ich dachte, da wird ausschließlich Gold verwendet. Aber kann der Nachbar mal seine Tür ölen? Gut. Können wir das Ding wieder zurückschieben? Hallo? Zurückschieben? Geht das nicht mehr? Wegen der offenen Dings hier. Haben wir jetzt unseren Fluchtweg gesperrt? Versperrt? Nein. Okay. Falls wir flüchten müssen, dass das nicht versperrt ist. Okay. Na dann gehen wir mal weiter. Okay. Bin noch bei dir, dreh dich nicht um. In der Tat wurde eine neue Waffe hinzu, füge sie dem Waffenrad hinzu, um sie zu benutzen.
Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, Primärfeuer, Kontaktmine. Kontaktminenplatz. Okay. Ich bleib mal bei unserem Dings hier. Und sie hat was gesagt von, dass die Leute zurückkommen. Gut, sie ist eh tot, oder? Oh, komm bloß nicht zurück. Oh Mann, ey. Da ist ein Speicherbutton. Oh, ist das ein Leichensack? Könnte aber auch kein Leichensack sein, sondern so ein für gewisse Fetische. Cash, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Alter, die ganzen Leichensäcke hier. Oh, weia. Dann speichern wir mal. Was ist das? Abriegelung der Station überbrücken. Oh. Okay, warte. Warte mal. Warte mal einen Moment. Erstmal speichern. Moment. Oh, Nase. Oh, doch nicht. Ah, wir haben jetzt die Monorail-Station freigeschalten. Okay. Damit können wir jetzt zurückfahren, ne? Oh, dann könnten wir schnell nochmal shoppen. Oh ja, das machen wir. Können wir gleich mal testen. Flugdeck Monorail Steuerung. Ja. Ich weiß noch im alten. Flugdeck Monorail Steuerung. Im alten Spiel, also in 2008er Version. War das mit Ladesequenzen verbunden. Erstmal in den Shop. Boah, warum kriege ich bei dem Spiel immer Hunger? Nicht. Ja, weiß ich auch nicht. So, hier, genau, verkaufen. Ach, gibt ja nur 2000. Zufriedene Mitarbeiter, ja. Ich glaube auch. Oh, sollten wir verkaufen, damit wir vielleicht so ein große Medi-Dings? Oh, was ist das denn? Klassischer CC-Rack, der für jahrelange treue Dienste entwickelt wurde? Im Besitz? Was ist das denn? Mal kurz gucken. Nur mal kurz gucken. Ist das jetzt der alte Rig? Eigentlich schon ziemlich cool. Okay, sieht sehr nice aus. Ist das so eine Oldschool-Variante? Oder... Ich verstehe jetzt nicht. Oder ist das jetzt einfach nur ein Skin? Haben die noch irgendwelche Vorteile? Nee, ist nur Optik, ne? Ja, dann lassen wir den doch einfach. Ja, ich würde hier, komm. Wir sind mal so waghalsig. Ja, verkaufen. Oh nein, wir müssen noch was verkaufen. Okay, so. Und dann können wir uns einen Knoten kaufen. Ah, okay, ist nicht begrenzt. Ich dachte, es gibt nur einen Knoten. Dann hätte ich einfach nur gespart. Naja, gut. Wir kaufen uns den trotzdem.
Sicher, sicher. Okay, das ist, glaube ich, so der Oldschool-Rig, ne? Von ihm. Ah, vielleicht nehmen wir doch storytechnisch. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin immer so ein bisschen... Ich glaube, optisch gefällt mir der andere tatsächlich mehr. Ich glaube, optisch gefällt mir der hier ein bisschen mehr. Aber ist cool, haben wir mal gesehen auf jeden Fall. Der wirkt sehr, sehr oldschool. Da bekommt ein begehbarer Kleiderschrank eine andere Bedeutung. Ja, Mann! Auf jeden. Ja, ich finde den... Hä, Moment. Ich bin verwirrt gerade. Maßlos. Aber wir bleiben mal bei dem hier. Einfach just for fun. Ich bin der Meinung, dass wir gerade eben... Hä, ich bin jetzt verwirrt. Welchen hatten wir denn jetzt als erstes? Wenn sich deine Frau so umziehend läuft. Erstmal die Dose öffnen mit dem Schweißer. Irgendwie mag ich den Anzug, aber kann es sein, dass die auch andere Werte haben? Ach, keine Ahnung. Wir bleiben erstmal bei dem. Huch, was war das denn gerade? Da hat gerade irgendwas gezuppelt. Na gut. Machen wir mal weiter. Weiter im Text. Krankenstation, auf geht's. Alter, sprich doch schneller. Krankenstation. Uiuiui. Aber ich finde das cool, dass wir jetzt wirklich von A nach B fahren. Und nicht nur ein Ladebildschirm haben. Das waren ja bei... Im vorherigen... Also im Original waren das ja... Versteckte Ladebildschirme. Na gut, haben wir. Speichern wir nochmal eine Runde. Die Werkbank haben wir da jetzt nicht gesehen, ne? Ja, wenn, dann habe ich... Ja, das ist jetzt auch egal. Finden wir schon noch. Und noch ein bisschen Schaden raushauen. Aber das... Die hier hat ein paar... Hat Haftminen. Muss ich mal gleich gucken. Und die Taschenlampe... Geht... Ne, die Taschenlampe ist gleich, ne? Ja. Ich mag unseren Plasma-Cutter sehr. Ist ein guter Freund geworden. Oh. Weißt du, die haben ja alles verbarrikadiert. Sie hat alles verbarrikadiert, hat versucht, alles da drin zu halten, was in dieser Krankenstation ist. Und wir einfach... Ja, mach mal auf, war den Laden. Hm. Ah. Bin am Wochenende einem echten Stormtrooper und Tastenräuber begegnet. Geilo. What? Da, sind da zwei Hände, die noch Händchen halten? Da? Okay. Jetzt nicht mehr. Ah, nee, der hat nur an seinen Gedärm festgehalten. Ist schon ein bisschen... So. Was hier? Sorry, we are full. Ja? Ja, so könnte man das auch bezeichnen. Wir sind voll. Hi, Chef. Hast du von Bernie jetzt gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nicht. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Hi, Jack. Was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Ja. Okay, wir müssen das sprengen.
Evacuate this area immediately. Ja, ich wünsche, ich dürfte, könnte. Ich würde sofort. We have run out of body bags. Oh Gott. Ich bin run out of Windeln, Alter. Level 2 erforderlich. Okay. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Labor? Forschungsflügel? Diagnostik. Okay, ich denke mal, Forschungsflügel müssen wir noch nicht. Ach, guck mal, hier wäre auch eine Dings gewesen. Ein Shop. Sagt unser Inventarplatz so? Mal so grob, Alter. Ah ja, wir haben ja noch. Können wir dann jetzt hier wieder neue... Ich guck mal eben. Kann man hier jetzt wieder seinen Rig aufbauen? Verbessern? Nein. Okay, das geht dann nur an bestimmten Punkten im Spiel wahrscheinlich. Oder ab bestimmte Punkte im Spiel. Ah, okay. Ballistische Geschosse. Ah, okay, jetzt haben wir auch Munition für unsere Zweitwaffe. Okay. Ich bleib mal erstmal bei unserem Plasma-Cutter, da haben wir genug Munition. So, achso, die Karte nochmal kurz aufmachen. Okay, ah ja. Was ist das? Ist das... Ah nee, das hier ist der... Hä? Moment. Hier sind doch zwei Türen gerade. Warum wird mir auf der Map nur... Hä? Was ist denn das hier jetzt für eine... Okay, Moment. Ich weiß, wir müssen da nicht lang. Okay, das ist, weil es eine andere Etage ist. Wie kann ich denn die Etage wechseln? Y. Ah, dann geht's da runter. Wir sind auf 4 und das Ziel ist auf 5. Ah, okay. Verstehe. Oh Gott. Ja, nee. Wir gehen jetzt erstmal den Marker lang. Alles klar, weiß ich Bescheid. Hier ist es wenigstens schön hell. Oh Gott, fliegende Kisten. Gruselig. Hallo? Hallo? Geht's Ihnen gut? Soll ich einen Verbandskasten holen? Hallo? Der reagiert nicht. Ist aber gar nicht gut. Der reagiert nicht auf uns. Ja, da war ein soliden Beat, Alter. Was? Selbst zugefügte Augenverletzung? Das hat gerade die Stimme gesagt. Stasi-Aufladung, nice. Was sagt die Stimme? Psch. Nix mehr. Nicht viel. Ich dachte gerade, da war was.
Ja. Viel zu ruhig, ja. Ich glaube nicht. Bloß nicht aufstehen. Alter, dieses... Dieses Licht, ne? Also ich muss sagen, es sieht zum folgenden Teil einfach so unglaublich gut aus. Emotional damage. Oh, Junge! Stop it! Cash, du bist unfair. Geh mal aus dem Weg. Please try again later, ja. Oh. Oh, da oben geht's weiter, okay. Okay. Denkst du? Ich war. Leute, stopp! Okay, das ist so ein einzelner Raum. Ich wollte gerade sagen, oh Mann, da reicht doch ein Pflaster, aber ich glaube, dass das, nee, ich glaube, ein Pflaster reicht da nicht mehr. Oh weia. Oh weia. Ich will nur aufpassen, dass er nicht wieder auf, dass er uns, besuchen kommt. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. So ein Knoten, nice. Level 2. Freigabe der Stufe 2 erforderlich. Riech die denn her, die Stufe 2? Ich will meine Kisten looten. Oh Gott. Anzug. Plasmakarte, Impulsgewehr, Kapazität, Nachladezeit. Oha. Anzug. Das ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht nicht sogar eher im Anzug weiter Punkte verbinden. Stase-Zone. Eine Stase-Zone. Haben wir? Stase-Energie. Haben wir auch. Aber einmal... Einmalig ausgewählt. Ja, komm. Ein bisschen den Dings. BC, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das Ding hört sich aber auch massiv an, ey. Das, so eine Werkbank bräuchte ich zu Hause. So Durchgang. Freut sich der Nachbar immer, wenn ich irgendwas basteln will. Da steht da, where is everybody? Hier weird noise
Hearing weird, some weird noise. Okay. Gut. Alter, ich war ganz kurz verwirrt wegen dem Licht. Ganz kurz dachte ich so, what, was passiert da hinter uns? Das war jetzt der... Okay, das... Moment. Ach, das... Sekunde. Wir sollen wahrscheinlich den Fahrstuhl befeuern mit Strom. Ah. Ja, dann gehen wir doch erstmal da rein. Sprechzimmer. Lecker. Audiolog. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut. Die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Mathias jeden Besuch auf Egge 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Mercer, da, ja, so ein Ekel. Oh, so intensiv wollte ich da auch nicht gegenschlagen. Ich wollte nur gucken, ob das Ding, wie damals im Unterricht, wenn man das einmal auseinandergenommen hat, nie wieder zusammengefummelt kriegt. Wer kennt's noch aus der Oberschule? Okay, ich hab's, glaube ich, grundsätzlich komplett zerstört. Gut. Das kriegt man definitiv nicht mehr zusammen. No, God, please, no! 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 Danke. Danke, weiß ich zu schätzen. Weiß ich wirklich zu schätzen. Ihr seid so lieb. Ah. Oh, Markus, ey. Ja, ich habe Alerts angelassen, damit nicht nur ich mich erschrecke, sondern ihr euch auch. Als Dankeschön. Ah, gut. Moin, guten Tag. Was? Penner. Der sich noch? Nee. Alter! Infidelis. Okay. Infidelis heißt unsterblich, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Erstmal die Kredite mitnehmen. Okay. Oh, warte mal, geht das? Da. Da hat sich was bewegt gerade. Ja, komm her. Da ist er. Moin. Gönn I. Hat nichts gebracht. Ernsthaft? Okay, doch, ein bisschen hat es schon gebracht. Ein bisschen hat es schon was gebracht. So, was ist denn jetzt die Mission? Ich muss da rüber. Ist kaputt. Da lang. Gut, dass die Sachen alle markiert sind. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt gemacht, dann wäre da definitiv auf uns zugeeiert. Eieiei. Das ist eiert. Entschuldigung. Manchmal denke ich, ich bin lustig. Und manchmal
bin ich's nicht. I like it dark.